Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Im heutigen Video zeigen wir euch, wie wir diese Küche hier gebaut. Falls ihr euch beim Möbelbau im Van generell schwer tut, dann könnt ihr sehr gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, denn dort findet ihr inzwischen detaillierte Möbelbaupläne zu meinem vorherigen Van, zu jedem einzelnen Möbelstück und auch einen Gesamtplan. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Pläne, die ihr euch auch im Bundle kaufen könnt. Also falls ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal auf meiner Website vorbei. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen direkt ins Video ein und spulen mal ein paar Wochen zurück. Haben Sie Aggressionsprobleme? So, jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch die Küche mal etwas erkläre. Die ist zwar noch nicht fertig, noch lange nicht natürlich, wie man vielleicht sehen kann. Die Arbeitsplatte ist noch nicht mal angeschraubt, der ganze Teil hier ist noch nicht fertig und natürlich fehlen auch noch die Schubläden und alles, was da halt noch so reinkommt, also auch noch die Spüle und das Induktionskochfeld. Aber ich dachte mir, in dem Zustand kann ich es jetzt mal ganz gut erklären, was ich hier bisher gemacht habe und wie dieser Grundkorpus aufgebaut ist. Wir haben hier einen relativ einfachen Aufbau. Das sind 4 senkrechte Platten. Diese 4 Platten habe ich einfach mit Querverbindern verbunden, die aber natürlich nicht an beliebiger Stelle irgendwie platziert sind, sondern die haben schon einen Sinn. Und zwar in dem rechten Korpus und in diesem Korpus sind da hinten jeweils 2 Latten und die sind dafür da, da kommen jeweils 2 Schubläden übereinander rein. Und die werde ich jeweils mit Magneten gegen ungewolltes Fahren beim Öffnen sichern. Das Ganze eben rückseitig. Die Magnete schraube ich hier oben drauf und hinten an die Rückwand der Schublade kommt dann dieses Metallplättchen als Gegenstück und damit bleiben die dann auf jeden Fall geschlossen. Bei solchen Fächern, die in Fahrtrichtung nach hinten öffnen, ist es überhaupt kein Thema. Die bleiben definitiv zu. Auch wenn die Küche jetzt so stehen würde, wird das funktionieren. Nur wenn Fächer nach vorne öffnen, dann ist es ein bisschen kritisch. Die würde ich dann schon eher irgendwie versuchen, mechanisch zu sichern, dass die sich wirklich nicht öffnen können. Neben diesen 4 Latten habe ich dann auch noch hier vorne jeweils eine und ganz hinten jeweils eine. Die habe ich da angebracht, weil ich mit denen später auch dann die Arbeitsplatte und also festschrauben werde, indem ich von unten einfach durchschraube, durch diese Latte durch und dann eben in die Arbeitsplatte rein. Und damit wird letztendlich dann die Arbeitsplatte fixiert. Beim Anschrauben habe ich es mir auch leicht gemacht. Ich habe einfach durch diese Platte jeweils durch in die Kante von der Latte reingeschraubt. Habe das dann auch noch so gemacht, dass die hier jetzt zum Beispiel ein bisschen nach vorne versetzt ist und die hier ein bisschen nach hinten, sodass ich bei der Latte auch wieder von der anderen Seite da reinschrauben kann. Und nur da ganz vorne an der anthrazitfarbenen Platte habe ich Winkel benutzt, weil ich dort natürlich meine äußere Seite, also die Sichtseite von der Platte, ohne Schrauben belassen wollte. Deswegen habe ich da mit Winkeln gearbeitet. Ja, und jetzt ist hier vorne noch eine Latte ganz alleine. Dachte ich mir, für die Stabilität mache ich die hier mal rein. Die ist da auch nicht im Weg.
Die obere Schublade ist halt genau drüber und die untere kann halt dann nicht bis maximal hoch beladen werden, sondern nur hier 1,5 cm weniger hoch. Aber die Schubladen sind jeweils über 20 cm hoch, insofern sollte das nicht viel ausmachen. Hier wird es dann so sein, dass hier oben nur eine Blende ist, weil da die Spüle reinkommt. Den Platz dahinter kann man nicht nutzen und hier in dem unteren Fach, wo dann hier eben auch zwei Schubladen sind, kommt hier auch eine Schublade rein, allerdings eine U-förmige Schublade, weil da in der Mitte dann der Abflussschlauch von der Spüle hier vorbeiführt und da unten in ein Loch im Boden rein, das ich jetzt auch schon auf die Platte übertragen habe, auf diese Bodenplatte hier. Aber die Platte ist aktuell noch nicht mal angeschraubt. Die wird auch mit den zwei senkrechten Platten verschraubt, genau wie hier auch. Gleiches Prinzip, einfach von der Seite hier reingeschraubt und auf der anderen Seite mit Winkeln befestigt. Das habe ich hier in der Mitte nicht gemacht, das hat einen Grund, denn dort kommt die Kühlbox rein und die wird auf Auszügen montiert werden. Also nicht die Kühlbox direkt, sondern hier kommt eine Platte rein. Die Auszüge stelle ich hier wirklich quasi direkt auf den Boden. So werde ich die da unten dann anschrauben, an der Vorderkante ausgerichtet. Und dann kann ich da eben eine Platte dran montieren und auf dieser Platte drauf wird die Kühlbox stehen. Wir hatten da ursprünglich den Plan, dass hier eine Tür davor kommt. Jetzt habe ich mir aber gedacht, eigentlich wäre es ja viel schlauer, wenn auch die Tür keine Tür ist, sondern eben in Schubladenform, dass man halt an dieser Blende ziehen kann und dann die Kühlbox rauskommt. Aber da muss ich mal schauen, ob das möglich ist, weil unsere Kühlbox hier fast die komplette Breite einnimmt, also ziemlich genau. Das heißt, ich kann keinen richtigen Kasten bauen, aber das schaue ich mir dann mal an, wenn die Kühlbox hier drinnen steht, ob das irgendwie machbar ist. Das heißt, hier wird die Kühlbox ihren Platz finden. Hier, wie man schon sehen kann, die Akkubox, die habe ich hier gerade schon mal positioniert und überlegt, wie ich die am besten da reinstelle, weil man da schon noch so ein bisschen drankommen muss und das wird hier ein bisschen schwierig, weil hier kann keine Tür hin, weil hier später mal die Sitzbank sein wird. Die ziehen wir hier komplett dran. Zu der Akkubox wird generell auch noch ein Video kommen zur Verkabelung, wie ich da genau alles anschließe. Solarmodule werden hier angeschlossen, ein Kabel zur Starterbatterie für den integrierten Ladebooster wird hier angeschlossen, eine komplette 12 Volt Unterverteilung, das Induktionskochfeld wird hier dauerhaft angesteckt sein an der 230 Volt Steckdose. Ja, und vor allem muss aber der Knopf hier fürs Display zugänglich bleiben, weil man mit diesem Knopf auch den Wechselrichter an- und ausschaltet. Das heißt, es muss schon so sein, dass wir da irgendwie drankommen. Deswegen glaube ich, dass es so funktionieren sollte, mit der U-Schublade rausziehen, durch das Loch reingreifen und hier die Taste aktivieren. Übrigens, wo wir schon beim Thema Akkubox sind, wie ihr vielleicht wisst, ist die von Active und für Active gibt es einen exklusiven Rabattcode in meinem Elektrik-E-Book, das kürzlich online gegangen ist. Also falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr gerne mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da habe ich das ab jetzt in jedem Video verlinkt. Ja, und jetzt baue ich als nächstes mal diesen Korpus hier fertig. Der kriegt auch noch ein paar Querverbinder rein und dann geht es wahrscheinlich schon an die Auszüge und an die Schubladen und natürlich dann noch an die Ausschnitte in der Arbeitsplatte für Spüle und Induktionskochfeld. Auf dem HPL-Furnier kann man super mit einem Cutter anzeichnen anstelle eines Bleistifts. Achtet dabei aber darauf, dass ihr auf der Rückseite anzeichnet, sodass ihr mit dem Cutter nicht eure schöne Sichtseite zerstört und auch damit ihr damit der Stichsäge die Oberfläche nicht zerkratzt.
Wir haben gerade die Arbeitsplatte mal draufgelegt und geschaut, ob das mit den Ausschnitten so passt. Und wir müssen dann noch ein paar kleine Anpassungen machen. Zum Beispiel bei dieser Latte hier, wo das Induktionskochfeld reinkommt, muss hier jetzt so ein Rechteck rausgeschnitten werden. Das machen wir jetzt noch. Und was ich euch gestern noch gar nicht gezeigt habe, wir haben da unten ja jetzt den Auszug mit der Kühlbox gemacht. Ich glaube, ich hatte bisher nur gesagt, dass die Kühlbox da nicht längs reinpasst. Tut sie aber doch, die passt doch längs rein. Deswegen optimal. Jetzt können wir das so umsetzen, dass da unten auch einfach eine Schubladenfront direkt drankommt und man das Ganze rausziehen kann. Und neben der Kühlbox ist dann noch genug Platz für zum Beispiel Mülleimer oder so. Also richtig gut. Und jetzt machen wir mal die Ausschnitte da noch rein und dann, ja, dann kleben wir noch die Spüle an die Arbeitsplatte und dann können wir, glaube ich, mit den Auszügen anfangen. Wir waren gestern Abend noch motiviert und haben unsere Schubläden schon mal zusammengeschraubt, noch nicht eingebaut und da kommen natürlich dann auch noch schöne Fronten vorne dran. Und ich habe gerade beschlossen, dass ich doch auflöse, was das mit dem Fach hier unten auf sich hat. Und zwar ist das eine kleine Minispülmaschine. Was die genau kann und warum die für einen Van sehr gut geeignet ist. Hornissenalarm. Kannst du die wegmachen? Ja. Bitte rausfliegen, bitte raus, bitte raus. Jawohl, da geht's lang, da geht's lang. Vielen Dank für Ihren Besuch. Also, ihr wisst es wahrscheinlich, allgemein Spülmaschinen haben einen deutlich geringeren Wasserverbrauch, als wenn man per Hand spült. Das ist einfach so, auch wenn man sehr sparsam mit dem Wasser umgeht. Es ist trotzdem schwierig, an das ranzukommen, was so eine Spülmaschine verbraucht. Und bei dieser kleinen hier ist es natürlich nochmal besonders krass. Aber wie gesagt, ausführlich erfahrt ihr alles dazu in meinem nächsten Video. Wieso ich sie euch jetzt trotzdem schon gezeigt habe? Ganz einfach aus dem Grund, dass wir jetzt die restliche Küche so ziemlich an dieser Spülmaschine ausrichten, weil die bestimmt, wie hoch unsere unteren Fächer sind, weil das hier der höchste Punkt quasi ist von unserem unteren Abschnitt. Und ja, daran richten wir jetzt eben alles weitere aus. Also die genaue Position der Schubläden, die oben drüber kommen. Oben bauen wir jetzt auch als nächstes mal noch die Spüle ein und das Induktionskochfeld, weil das dann auch bestimmt, wie die Schubläden genau aussehen können. Wobei wir die ja schon zusammengeschraubt haben, aber vielleicht müssen wir da noch irgendwo Ausschnitte reinmachen oder so. Und hier unter die Spüle kommt dann natürlich auch noch die U-Schublade rein. Die haben wir jetzt noch gar nicht gebaut. Also, weiter geht's. Wir haben gestern noch von unten die Spüle angeklebt und haben jetzt festgestellt, es wäre schlauer gewesen, zuerst die Kanten zu ölen. Das müssen wir jetzt halt trotzdem noch irgendwie machen, mit dem Pinsel wahrscheinlich. Naja, ansonsten, Induktionsfeld ist jetzt auch hier drin, noch nicht befestigt, das rutscht hier auch noch ein bisschen rum. Werden wir auch noch irgendwie fixieren, dass es nicht mehr rumrutscht. Und wir haben gerade die Griffe für unsere Fronten, die waren eigentlich schwarz und die haben wir jetzt anthrazitfarben angesprüht. Und es passt richtig schön hier zur Arbeitsfläche, fast der gleiche Farbton. Im Garten liegt schon die Platte für die Fronten. Die ist Eschefarben und die haben wir schon geölt das erste Mal. Und jetzt können wir dann die Auszüge hier reinmachen, die Schubläden auch montieren und dann kommen an die Schubläden die Fronten dran. Und dann können wir nochmal ausmessen, wie groß die genau sein müssen. Dann schneiden wir sie zu, ölen die auch nochmal, ölen da auch die Kanten. Die Kanten von der Arbeitsplatte und auch hier die vorderen Sichtkanten, die haben wir einmal auf der Seite und ganz hinten, die müssen natürlich auch geölt werden. Und hier die Ecke, die habe ich schon mit diesem Handschleifer hier ein bisschen abgerundet. Und das werde ich jetzt auch auf diese Kante hier übertragen. Einfach da entlang schleifen, bis es auch einigermaßen so eine Rundung drin hat, damit dann auch dieser Übergang hier schön aussieht. Und dann können auch diese Kanten geölt werden. Ich zeichne mir jetzt die Höhe der Schrauben der Auszüge an. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze orientiert sich jetzt an unserer Mini-Geschirrspülmaschine. Die geht bis hier, beziehungsweise da sind schon 1,5 cm Luft noch mit drin. Von da aus gehe ich dann nochmal 3 mm hoch. Das ist für den Spalt von der Tür, die hier unten davor kommen wird, und der Schublade. Das sind nochmal 3 mm. Und von dem Punkt dann nochmal 2,3 cm nach oben. Und das ist die Hälfte des Scharniers, also des Auszugs. Weil
Der Auszug ist 4,6 cm hoch gemessen. Eigentlich ist er 4,5 hoch laut Angabe, aber gemessen sind es 4,6. Deswegen gehe ich nochmal 2,3 cm nach oben. Und dann lande ich bei genau 53 cm und das ist wie gesagt die Mitte der Auszüge. Da zeichne ich mir eine Linie an, die ich dann durchziehe. Und dann weiß ich, auf dieser Linie können später die Schrauben für die Auszüge rein. Die Auszüge werden dann ganz vorne bündig angeschraubt, also mit der Vorderkante bündig zu dieser Platte hier. Da gibt es bei uns allerdings zu beachten, dass sowohl diese hier als auch die ganz linke Platte um 2 cm weiter nach vorne stehen als die zwei mittleren Platten, weil wir das so wollten, dass quasi die Fronten hier innen liegend sind und nicht hier aufliegend. Deswegen stehen die weiter nach vorne. Das fällt mir gerade auf. Dann kann ich die Auszüge hier auch nicht bündig machen, sondern ich muss das Ganze noch an die Dicke unserer Fronten anpassen. Die sind nämlich 16 mm dick. Und es ist leichter, also unsere Schubläden an sich, die haben vorne schon eine Front und da kommt dann nochmal die finale Front drauf, die Blende. Und die sind eben nochmal 16 mm dick. Und es ist einfacher, dass ich die Schubläden jetzt schon so ausrichte, dass sie eigentlich hier an der Kante wären, vorne dran. Aber wenn ich dann noch die 16 mm Front drauf mache, dann sind wir ein bisschen zu weit hinten um 4 mm. Das bedeutet, wir müssen die Auszüge auch schon hier 4 mm nach vorne überstehen lassen. Dann die Auszüge am Schubladenkasten so montieren, dass es dann quasi mit dem Auszug vorne bündig ist. Also hier gegenüber dieser Wand 4 mm weiter nach vorne. Und dann kommt die 16 mm Front drauf. Und wenn alles gut geht, dann sind wir dann genau hier so, dass die Vorderkante der Blende mit dem hier bündig abschließt. Hoffentlich klappt das so. Bei der Platte müssen wir es dann natürlich genau andersrum bedenken. Also da ist der Auszug dann nicht um 4 mm nach vorne, sondern um 16 mm nach hinten versetzt, sodass dann eben die Blende hier genau so ist, wie sie sein soll. Auf welche Höhe die zweiten Auszüge dann kommen, müssen wir uns gleich noch überlegen. Aber es soll auf jeden Fall so sein, dass die beiden Fronten gleich hoch sind. Ja, wird schon werden. Ja, sowas von schön aus mit dieser Trennwand hier. Wir haben auch extra die Kopfstützen rausgemacht, damit es noch besser wirkt. Und ist wirklich mega, sind mega zufrieden damit. Aber wir sind nicht gut in der Zeit. Wir müssen jetzt mit den Schubläden weiterkommen, weil wir wollten heute eigentlich fertig werden und die nächsten Tage ist nur noch Regen angesagt. Wird eng, aber gut. Es soll ja auch schön werden, also egal, dass wir nicht so schnell vorankommen. Die ersten beiden Schubladen haben wir schon mal eingebaut. Jetzt haben wir aber beschlossen, dass wir das Wetter noch nutzen und erstmal die Fronten schneiden. Bisher haben wir nämlich die komplette Front nur als eine große Platte, die von der Höhe her auch gerade so passt. Also da wird kein Überstand bleiben, also kein Rest bleiben. Und von der Breite her haben wir es jetzt ausgemessen. Da haben wir uns jetzt an diesen beiden Schubladen orientiert. Jeweils von der Bodenplatte gemessen bis soweit. Ja, also eigentlich bis zur nächsten Bodenplatte, Unterkante wieder und dann minus 3 mm, das ist halt dann der Spalt. Und hier dann das gleiche bis zur Arbeitsplatte und unten drunter ist dann einfach der Rest unserer Platte. Das wird dann so sein, dass hier unten ungefähr 1 cm Spalt bleibt und die Bodenplatte hier ist 1,5. Wird dann hoffentlich optisch schon ganz okay aussehen. Ja, genau, jetzt schneiden wir die und danach bauen wir noch endlich die U-Schublade für unterhalb der Spüle und dann kann der Regen kommen, dann können wir auch hier drin im Geschlossenen weiterarbeiten.
Wir haben inzwischen alle 5 Schubladen hier eingebaut. Das war mehr Arbeit, als es aussieht. Vor allem die obere, mittlere Schublade wollte überhaupt nicht so, wie wir wollen. Mit der haben wir wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bis die Auszüge gepasst haben. Irgendwie war die Schublade zu breit und wir mussten dann hier quasi ganz hinten von der Breite nochmal ein bisschen was wegschneiden, den Schubladenkasten nochmal auseinanderbauen, da was absägen und dann das Ganze wieder zusammenbauen. Und jetzt passt die einigermaßen. Also sie geht schon mal rein und raus. Nur relativ schwergängig, aber das wird auch leichter, wenn da ein bisschen Gewicht drin ist. Dann fährt die auch besser in ihre Position rein. Genau, und die anderen passen. Und das bedeutet, wir können uns jetzt mal den Fronten widmen. Da machen wir jetzt zuerst mal die Fronten an die Schubladen dran. Wir haben ja auch ganz unten Auszüge hingemacht für die Kühlbox. Das heißt, es sind schon mal 6 Stück, die wir jetzt fertig machen können. Ganz links unten wissen wir es noch nicht. Da kommt wahrscheinlich eine feste Blende hin. Also nicht mal eine Tür, sondern wirklich eine feste Blende, die angeklebt ist oder so. Mal schauen. Und hier ganz unten rechts kommt eine Tür rein. Und hier bei der Spüle kommt auch eine Blende davor, die wir wahrscheinlich ankleben werden. Und dann schauen wir mal, wie wir die ausrichten müssen, dass das Ergebnis schön wird, weil die Schubläden sind auch noch nicht alle perfekt in einer Ebene. Da werden wir auch noch mal ein bisschen an den Auszügen rumschrauben müssen, bis dann wirklich die Front auf eine schöne Ebene ist, dass es gut aussieht. Aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. Und jetzt legen wir mal los. Okay, die Fronten sind erstmal dran, aber noch mit maximal großen Versätzen. Hier zum Beispiel steht die Schublade wirklich einen halben Zentimeter weiter nach vorne. Die hier ist generell viel zu weit hinten. Und auch die Schublade hier direkt hinter mir steht hier zu weit nach vorne. Aber das werden wir alles hinkriegen. Wir werden da jetzt die Auszüge nochmal ein bisschen anpassen. In den Auszügen sind runde Schraubenlöcher, aber auch so längliche. Und die sind halt dafür sehr gut geeignet, dass man quasi erst nur in den länglichen Schraubenlöchern anschraubt. Dann kann man die Schrauben nochmal lockern, die Auszüge verrutschen und dann wieder anschrauben. Und erst in ihrer finalen Position dann auch die normalen runden Löcher nutzen und dann mit Schrauben quasi das Ganze fixieren. Haben wir jetzt nicht ganz so gemacht, aber damit kann man es halt jetzt auf jeden Fall auch nachträglich noch ein bisschen korrigieren. Und ich hoffe, dass wir es gut hinkriegen und dann müssen wir uns nochmals überlegen, wie wir hier die Blende davor kriegen, aber das wird wahrscheinlich das kleinste Problem werden. Ein bisschen Zauberei später sieht das Ganze schon ganz gut aus. Wir haben überall so ein bisschen rumgetrickst, ein bisschen die Auszüge hin und her geschoben und jetzt passt hier schon mal die ganze Fläche ganz gut. Bei der Schublade waren wir ganz creative. Da haben wir nämlich die Auszüge gelassen, wie sie sind und die Schublade war viel zu weit hinten. Also die war wirklich 7 mm zu weit hinten, glaube ich. Also wirklich ein richtiger Versatz. Jetzt ist sie hier schön bündig. Und wie wir das gemacht haben ist, seht ihr jetzt aus der Perspektive nicht, aber wir haben hier unten dran noch eine Latte geschraubt, die wir einfach von hier drüben wieder durchgeschraubt haben, durch die Platte durch in die Latte rein. Und diese Latte, die sitzt jetzt quasi direkt unter der Schublade. Apropos, wir haben noch gar nicht getestet, ob man die Schublade jetzt noch aufkriegt und zu, wie sie soll. Generell fehlen natürlich noch die Griffe. Verdammt. Was? Die schleift jetzt so, total. Weil die da jetzt so weit oben dran ist. Wir müssen die Latte ein kleines Stück weiter runtersetzen. Latte ein bisschen weiter runter, dann passt es auch wieder. Wir wollten sie so weit hochsetzen wie möglich, weil da die Kühlbox ja reinkommt und wir nicht wussten, ob das dann noch passt. Um das zu machen, holen wir die Kühlbox, dann gucken wir, wie weit die Latte runter kann und dann können wir es machen. Auf jeden Fall, grundsätzlich ist die hier jetzt dafür da, dass die nicht weiter rein kann. Und großer positiver Seiteffekt, man kann an der Latte jetzt den Magnet anschrauben. Die ganzen anderen Magnete werde ich rückseitig an der Schublade befestigen und damit die Schubladen gegen ungewolltes Öffnen beim Fahren sichern. Hier kommt eben dieser Magnet hier dran, hier an die Front dann das Metallgegenstück und dann wird die Schublade auch bei der Fahrt nicht aufgehen. Jetzt haben wir nur noch ein letztes Problem und das ist die Schublade, die steht hier auch noch so 3-4 mm, ich glaube es waren nur 3 mm, habe ich gerade gemessen, nach draußen. Und auf der linken Seite passt es aber. Auf der linken Seite soll sie bleiben, wie sie ist. Dafür haben wir auch eine Lösung, die wir gerade auch schon angewendet haben, ohne Kamera. Und zwar werden wir hier
von dieser Seitenwand noch 3 mm einfach abschneiden, also dafür noch mal ein bisschen den Kasten auseinandernehmen, 3 mm abschneiden, dann auch die Frontplatte, die innere sozusagen, quasi ein bisschen nach hinten versetzt, auf der Seite wieder anschrauben und dann kommt die Front wieder dran und dann passt es auch, ohne dass wir irgendwas an den Auszügen machen müssen. Genau, und dann fehlt halt noch hier die Blende, aber das wird machbar, weil die kleben wir da einfach irgendwie an. Hier unten wissen wir es immer noch nicht, was wir da machen. Und hier hinter mir kommt dann noch die Tür unten rein. Die werden wir dann halt auch noch so ausrichten müssen, dass es dann passt. Aber das schaffen wir auch noch. Ich habe jetzt, glaube ich, extrem oft gesagt, das schaffen wir. Wir schaffen das. Meinst du, wir schaffen das? Oh yeah. Ich glaube, wir schaffen es. So, die Fronten sind draußen geölt, noch ein zweites Mal, weil wir hatten die Fronten ja an sich schon geölt und die Kanten jetzt auch geölt. Und was ihr gerade gesehen habt, ist, wir haben uns diese kleinen Plättchen hier zugeschnitten. Die sind ja jetzt nicht gleich groß oder so, aber so ungefähr. Die sind nämlich dafür da, die kommen als Abstandshalter zwischen unsere Griffe, die wir schon anthrazitfarben angesprüht haben, und die Schubladen. Also die kommen von hinten an die Schublade dran und diese Plättchen hier haben wir uns als Abstandhalter geschnitten, damit jetzt hier die Schublade hin kann und dann die Griffe nicht zu weit nach vorne rausstehen. Haben wir uns schon angeschaut, das sind jetzt 10 mm hier, also 2x 5 mm übereinander. Und das sollte ziemlich schön werden, weil die dann nur noch so minimal rausstehen. Und damit das funktioniert, mussten wir auch bei dieser Latte, die hier vorne angeschraubt war, die ja gleichzeitig unser Stopper ist, dass die große Schublade hier nicht zu weit reinfährt, mussten wir hier diesen Ausschnitt reinmachen, bei dem dann quasi der Griff hier so reinfahren kann. Und bei den oberen Latten, die waren nicht wirklich unsere Stopper, sondern da hat die Position der Schubladen schon gepasst. Da haben wir die Latten einfach dann nach hinten versetzt, damit die nicht mehr im Weg sind. Ansonsten habe ich gerade die Arbeitsplatte jetzt auch mit dem Korpus verschraubt, einfach indem ich bei den Latten, die hier oben montiert sind, von unten durchgeschraubt habe. Damit ist die Arbeitsplatte jetzt fest. Jetzt können wir den Wasserhahn einbauen, dann können die Schubladen alle wieder rein, dann können wir die Griffe montieren und dann kommen eventuell noch die Magnete hinten dran, aber ich habe gerade gesagt, ich glaube, die sparen wir uns doch, weil das eigentlich meiner Meinung nach echt nicht nötig ist, nachdem die Schublade ja in Fahrtrichtung nach hinten, wenn öffnen kann, und das wird höchstens passieren, wenn wir einen steilen Berg hochfahren und richtig Gas geben, aber halte ich auch für unwahrscheinlich, deswegen glaube ich, wir können es erstmal ohne ausprobieren, falls wir dann merken, die gehen doch ab und zu mal auf, kann man immer noch nachträglich die Magnete dran machen. Almost done. Oh, und natürlich kommt die große Trennwand hier dann auch wieder rein und die wird auch noch verschraubt. Bei der haben wir auch gerade noch draußen die Kanten geölt. Hallo! Oh, eine Dusche bitte! Was hätten Sie gern? Eine Dusche, die können Sie haben. Dankeschön! Perfekt! Fertig! Wie ihr gesehen habt, kann man diesen Wasserhahn ausziehen und wir werden das auch nutzen, um da draußen zu duschen. Und der zieht sich dann auch selbst wieder ein. Und das funktioniert, indem hier unten also erstmal ein sehr langer Schlauch dran ist, der zum Wasserhahn gehört. Und dann ist hier so ein Gewicht dran, das wird hier eingeklipst. Das muss man halt hier am Schlauch so positionieren, dass, wenn es nach unten hängt, das hier oben quasi ganz eingefahren ist. Und da dürfen wir uns noch irgendwas überlegen, dass es da unten nicht bei der Fahrt so rumbaumelt, weil das schon ein bisschen was wiegt, dieses Gewicht. Genau, jetzt kann man es eben so weit ausziehen, bis das Teil unten am Anschlag ist. Und das ist halt weit genug auf jeden Fall, um da draußen duschen zu können. Ich habe mir sogar noch so einen Verlängerungsschlauch gekauft. Damit kann man das Ganze theoretisch auch verlängern. Aber praktisch hätte ich hier sowieso nur noch 20 cm bis zum Boden. Und mehr kann man eh nicht machen, weil dann wird das Gewicht ja am Boden hängen und dann schafft man es nicht mehr, dass es sich hier oben selbst einzieht. Wir haben aber gerade getestet, die Länge reicht uns so auch zum Duschen, deswegen bleibt das einfach so, wie es ist. Nachdem wir die Küche nochmal fast komplett auseinandergenommen haben, neu zusammengeschraubt haben und auch diese Querverbinder ja sogar teilweise gelöst hatten und neu angeschraubt haben,
haben natürlich die Schubladen nicht mehr ganz gefasst, wer hätte es gedacht. Die hier hat Riesenprobleme gemacht, da war ich gerade wieder richtig beschäftigt, dass die jetzt wieder einigermaßen passt. Jetzt funktioniert es wieder, dass sie auf und zu geht, aber jetzt sind die auch wieder alle nicht mehr in einer Ebene. Das davor ausrichten hätten wir uns also sparen können. Jetzt machen wir als erstes aber mal die Griffe dran, damit man die einfach leichter rein und raus kriegt. Und dann kümmere ich mich noch darum, dass die hier wieder an der rechten Seite ein bisschen weiter reinkommt. Die hier an der linken Seite ein bisschen weiter rein auch. Und dann sieht das Ganze schon wieder relativ symmetrisch aus. Puh. So, unsere Griffe sind angeschraubt, die Fronten sind jetzt auch so gut wie möglich ausgerichtet. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis, es ist doch schon ganz gut jetzt eine Ebene geworden. Jetzt geht's an die Blende hier. Da haben wir uns gedacht, dass wir die Blende an sich zwar ankleben, aber den Unterbau, an den wir die Blende ankleben, den wollen wir verschrauben, sodass man dann theoretisch, falls die Blende irgendwie mal ausgetauscht werden müsste oder so, dass man dann diesen Unterbau abschrauben kann. Das heißt, wir machen hier quasi so einen U-förmigen Unterbau aus Plattenstückchen, den wir dann von rechts vielleicht durch die Platte durchschrauben und von unten jeweils mit Winkeln befestigen. Ja, und hier links wird es wahrscheinlich einfach locker dran sein oder vielleicht mit einem kleinen Klebepunkt, den man im Zweifel dann einfach wegbrechen oder halt durchschneiden kann oder so. Genau, und dann müssen wir schon schauen, dass diese Unterkonstruktion, dieses U, das wir hier jetzt hinten anbringen werden, dass das in der richtigen Ebene ist, sodass dann die Blende einfach auf dieses U draufgeklebt werden kann und dann auch hier eine schöne bündige Fläche mit den anderen Fronten ergibt. Auch bei dieser Blende werden wir oben einen Türgriff hinmachen, einfach für die Optik, damit das auch so aussieht, als wäre es eine Schublade, aber ist natürlich dann fake. Genau, danach machen wir unten rechts die Tür rein und das hier lassen wir erstmal dann noch offen. Dem widmen wir uns dann, wenn wir die Sitzbänke auch wirklich bauen. So, inzwischen habe ich noch ein paar Kleinigkeiten hier in der Küche erledigt, die ich nicht gefilmt habe. Sowas wie das Induktionsfeld fixieren, indem ich da zum Beispiel einfach hier noch so ein Holzteil angeklebt habe, das quasi einfach das Induktionsfeld nach vorne drückt. Dann habe ich hinten für den ausziehbaren Wasserhahn unten eine Vorrichtung gebaut, dass dieses Gewicht nicht mehr so rumschwingt. Und zwar ganz einfach so ein dickes 10 cm Abwasserrohr aus Plastik. Das habe ich unten in der Küche hinten mit so einer großen Plastikschelle auch fixiert. Und jetzt ist das Gewicht einfach da drin und jetzt kann ich das trotzdem noch ausziehen. Wobei das hier oben jetzt nicht mehr so ganz einfährt, da muss ich ein bisschen rumwackeln, dann fährt sich es auch wieder ein. Aber wir brauchen das sowieso nicht zum Duschen, deswegen haben wir gesagt, nehmen wir in Kauf und vielleicht mache ich da auch noch mal irgendwas, dass sich das auch besser wieder einfährt trotzdem. Dann habe ich da unten drin die Akkubox fixiert, einfach mit dem mitgelieferten Spanngurt und angeschraubt mit so Metallklammern. Das gleiche hier bei der Kühlbox, beziehungsweise da habe ich es anders gemacht. Da habe ich einfach nur ganz unten am Boden vor die Kühlbox eine kleine Holzleiste geklebt, damit die nicht nach vorne rutschen kann. Hier kommt daneben sowieso noch der Mülleimer, der hier auch genau reinpassen wird. Das bedeutet, nach da kann die Kühlbox auch nicht rutschen. Die ist dann also auch safe in ihrer Position. Genau, das sind noch so die Kleinigkeiten, mit denen ich mich noch beschäftigt habe. Das soll es dann auch für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden. Die Griffe und sowas wie das Induktionsfeld, den Ausziehwasserhahn, die Spüle, findet ihr wie gewohnt alles in meinem Amazon-Shop und den findet ihr auf meiner Website, auf der ihr jetzt auch mein eigenes Elektrik-E-Book und die Möbelbaupläne meines letzten Vans finden könnt. Da findet ihr übrigens auch nochmal alle Rabatte, das heißt auch zum Beispiel den Silvi-Rabatt. Deswegen schaut euch da gerne mal um. Auch den Link zu meiner Website findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.